Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Enderal. In der letzten Folge, ja, was haben wir denn da alles gemacht? Wir sind raus aus dem kleinen Keller von Jero, sind hier in die Taverne gekommen und haben ein bisschen mit Jesper gequatscht und er hat uns ausgerüstet mit ganz vielen verschiedenen Dingen, welche wir natürlich jetzt mal anschauen wollen. Es sind ganz viele verschiedene Bücher gewesen, die uns quasi fortbilden sollen. Aber ein bekanntes Problem. Ich sehe die Bücher bei den Büchern nicht. Sind die dann etwa woanders drin? Bin ich wieder zu blind, um was zu sehen? Das sind alles Fragen über Fragen, die ich so jetzt nicht direkt beantworten kann, leider. Deswegen schaue ich hier mal einmal ganz kurz um. Hoffe, oh, Erinnerungsbuch, das haben wir ja mal aufgenommen. Gewährt auch einen Erinnerungspunkt für Talente. Und noch eins. Das ist ja ziemlich schön, aber das war leider nicht das, was uns Vesper mehr oder weniger geschenkt hat. Der hat uns nämlich Lehrlingsbücher geschenkt. Die sind bei dem Apfel. Werden die dann als Nahrung gesehen, oder was? Egal, jetzt wo muss ich haben. Schauen wir mal. Ah, Verbrauchsgegenstand. Müssen wir dann gleich mal gucken. Wir brauchen natürlich Punkte, Fertigkeitspunkte, dafür werden wir besser. Alchemie, Einhandkampf, Handwerkskunst, Mentalismus, Parieren, schwere Rüstung, Zweihandkampf. Ja, ich finde den Zweihandkampf richtig cool, aber der Einhandskampf, den nehmen wir jetzt trotzdem mal. Weil wir einfach immer Einhand-Äxte haben, meistens. Den Zweihandkampf können wir uns mal ein bisschen, wie sagt man, einfach mal merken. Parieren weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Können wir auch einfach mal lernen. Mentalismus, der war, glaube ich, auch ganz cool. Den können wir auch mal lernen. Und den Rest lasse ich mal so, wie er ist. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt ja, viel mit reinbringen. Ja, und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ein Stückchen los, bevor wir was anderes hereinbringen. Können einen kleinen Quicksave machen. Da läuft der kurze Leck, sorry deswegen. Und ich sehe auch gerade, dass meine Frames relativ niedrig sind. Und ich hoffe, dass es bei euch nicht leckt. Eigentlich dachte ich, dass es in der Nacht nicht ganz so schlimm ist. Wahrscheinlich wegen den ganzen Lichteffekten von den Laternen und Co. Wird das Ganze ein bisschen verstärkt. Oh, könnt aber vielleicht mal auf die Karte gucken, um zu schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Nach Ark wollen wir ja. Jetzt habe ich wieder diesen Marker gesetzt, meine Güte. Das liegt hier rechts. Das sind so Miratentürme. Ah, die werden übel angezeigt. Ah, okay, und die können wir dann wahrscheinlich als später als Schnellreisedinge nutzen. Aber bevor wir jetzt wirklich nach Ark gehen, würde ich sagen, besuchen wir einfach mal den Miratenturm hier. Denn wenn wir den später brauchen sollten, können wir ihn wahrscheinlich nur verwenden, wenn wir schon mal da waren. So wie man es auch aus quasi WoW kennt. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Ja gut, dann warte du mal da. Soll mir recht sein, sage ich jetzt mal. Moment, kann ich eine Fackel anmachen? Ich hoffe, dass ich dann... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Favoritenmenü? Ah, okay. Moment, Q. Ah, da ist mein Favoritenmenü. Das soll ich mir mal merken, dann muss ich oder vielleicht durch das mal offscreen ordnen. Jesper wird auf euch warten. Oh, ist der Miratenturm etwa da unten? Ich gehe jetzt einfach mal hier drüber. Ich hoffe, die Fackel geht nicht aus dabei. Oder ist das da oben irgendwie der Miratenturm? Wie gesagt, ich will ihn einfach nur mal entdecken. Darum geht es mir. Da haben wir ihn. Das war der, den wir haben wollten. Ich höre irgendwelche komischen Sachen in der Umgebung. Ah, hier landen die Miraten dann wahrscheinlich. Aber ich sehe jetzt hier keinen Mirat, kein riesiges Flugtier. Noch niemand, mit dem man direkt jetzt reden kann, um noch irgendwas anderes freizuschalten. Gut. Dann wollen wir mal wieder zurück, schleunigst, bevor die Nacht vorbei ist. Denn in der Nacht sollen ja die Brigaden nicht so stark vorhanden sein. Meint der Vesper jedenfalls. Es ist dann natürlich der perfekte Zeitpunkt, um loszuschreiten.
Aber die, wie sagt man, Tiere und Co. sind da. Hallo, Wache. So. Vespers ist es natürlich doch über uns. Ah, der kommt da schon. Gut. Jetzt ist die Frage, wo ging's nach Ark? Ich weiß, dass da oben irgendwo ein Schild war. Oder ist hier schon das Schild? Alles klar, da geht's nach Ark. Hätten wir eigentlich gleich weiterlaufen können, aber naja. Vielleicht wäre oben ein besserer Weg gewesen. Das weiß ich natürlich nicht so genau. Kommst du mit, Jesper? Okay, ein bisschen langsam, aber ja. Wir ziehen ihn einfach davon mit unserer krassen Ausdauer. Und wir müssen auch mal die Fähigkeitenbeschreibungen fertig lesen. Ich glaube, das mache ich am Ende der Folge, aber mal gucken. Also kurz vor Ende mache ich es wahrscheinlich. Und die Meditation müssen wir uns auch mal entscheiden, was wir da genau haben wollen. Also, ja, welche Punkte wir reinskillen wollen in die Meditation. Da gibt es ja drei Zweige. Und ich glaube fast, man kann in diesem Spiel so ein Hybrid gar nicht werden. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich höre einen Bären oder sowas. Ich will mir doch einen Bären aufbinden. Aber ich sehe eine Dunkelheit. Ich sehe aber in der Dunkelheit nichts, also, naja. Laufen wir einfach mal schleunigst weiter. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir nicht kämpfen müssen. Wenn wir denn noch auf dem richtigen Weg sind, aber es gab ja bis jetzt keine andere Abzweigung. Also muss es ja schon irgendwie stimmen. Oh, und der Mond. Der ist auch cool. Hätte ich gerne einen besseren Platz, um den anzuschauen. Wow. Was ist denn das? Wurde ich gebufft oder gedebufft? Hm, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Jesper ja irgendwie so einen Gruppenbuff. Ah, da kommen mir gleich Wölfe. Ich kann sie nur noch nicht sehen, aber ich höre sie. Aber vielleicht haben sie auch einfach nur gebrüllt. So ein bisschen Achtung gegeben. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt brauchen wir mal ganz kurz die Karte. Denn ich will ja nach Ark gehen. Und die Frage ist, wo geht's nach Ark? Ist hier irgendwo ein Schild? Nee. Weil hier geht's nämlich auch weiter. Naja, gehen wir mal im Haus vorbei. Vielleicht ist das sicherer. Man weiß es ja natürlich nicht, aber... Flussheim-Imkerei. Oh! Ein Waldelementar. Ich dachte mir für eine Sekunde, was ist denn das? Aber es hat schön hell, alles hell gemacht. Ja, danke. Aber die Elementare gab es auf jeden Fall auch in Skyrim schon, glaube ich. Ja gut, dann sind wir hier auf jeden Fall falsch, sehe ich gerade. Hätten wir doch dem Weg einfach folgen müssen. So wie es ausschaut jedenfalls. Ich glaube, der hat keinen Weg mehr weggeführt von der Imkerei. Naja. Und wem es vielleicht interessiert, ich habe die letzten Tage immer so ein bisschen, also eine Folge pro Tag in der Früh aufgenommen. Und das habe ich heute genauso gemacht. Aber ich nehme gerade schon drei Folgen am Stück auf. Das heißt, ich bin immer noch quasi an dem Krankheitstag sozusagen. Also in der Folge, wo meine Nase sehr verstopft war, war gestern. Habe ich gestern aufgenommen. Und heute war quasi eine Folge mit Räuspern. Habe ich auch noch mit aufgenommen. Und es ist halt immer noch derselbe Tag. Deshalb nicht wundern, wenn meine Stimme manchmal komisch klingt und co. Und wenn ich manchmal mich wirklich räuspere, so ein bisschen ohne es rauszuschneiden, dann tut es mir auch leid. Aber ich kann auch leider nicht alles immer nachträglich noch finden oder schreibe es mir manchmal nicht direkt auf und irgendwie sieht es hier komisch aus. Aber wir kommen langsam so ein bisschen Schneegebiet oder kommen Räuber. Ach ja, alle wollen zu Stress. Die Tiere, die Leute. Es ist wirklich schlimm. Straßendiebe. Elender Bastard. Aber ich habe... Ich sehe auch gerade, ich habe meine Dings gar nicht mehr, meine Axt. Ist das hier etwa besser als die Axt? Ja. Oh, du sagst es. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ja, dass sie sich echt alle mal betteln müssen, ist so eine
Richtig strange Sache. Deshalb denke ich, wäre es eigentlich egal, hätten wir auch am Tag laufen können. Hätten wir nicht die Fackeln gebraucht und so weiter und so fort. Aber gut, Jesper meint, es ist besser. Ups. Also machen wir das, was Jesper auch sagt. Der kennt sich hier anscheinend besser aus. Aber irgendwie kommt es halt so vor, als würde sein... Ja, sein Ding nicht aufgehen. Sein Plan, sage ich jetzt mal. Ups. Und natürlich, wie immer, wollen wir noch alles looten. Wenn wir doch eh schon dabei sind. Banditen brauchen es jetzt ja auch nicht mehr. Aber wir hingegen können das immer gebrauchen. Wir sind ja ein Adventurer. Und ja, davon leben wir quasi. Vielleicht, aber vielleicht treffen wir dann auch auf den Typ, auf dem das Kopfgeld ausgelegt ist. Das wäre auch noch ganz schön. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen was, ja, was ein bisschen mehr Geld reinbringt. Und ich habe auch irgendwie noch nicht so das Thumbnail bekommen, glaube ich, in der Folge. Da muss ich mal ein bisschen weiter voran joggen und sprinten. Vielleicht kommt da ja noch was Gutes. Dann ein gutes Thumbnail ist, wie gesagt, wichtig. Ich kann es einfach nur jede Folge wiederholen, weil es halt so wichtig ist. Und ich kann euch so ein bisschen die Umgebung dann zeigen. Was ich auch eigentlich ganz gerne mache. Ich komme jetzt wieder in ein schönes, langsam ein Schneegebiet, weil kommen wir durch die Berge durch, um nach Ark zu kommen. Schneegebiete sind auch immer ganz schön. Gibt es in Skyrim massig davon. Aber hier in Anduril soll es ja so von jedem Binom ein bisschen was geben. Warte kurz. Jetzt beim Aussichtspunkt reden, okay. Mhm. Ach, wir sollen auf dem Aufsichtspunkt hochgehen. Alles klar. Ich dachte, wir sollen warten. Oh. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Ja, wenn es Tag wäre, würde ich dir ja zustimmen, aber es ist nicht Tag. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Endiral auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Endiral nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Ja, das kann ich mir denken. Das ist das Kastensystem überhaupt nicht gut, sage ich mal, für viele Leute. Für manche schon, aber welches System ist denn das Richtige? Das kann man nie so ganz sagen. Gibt ja kein System, das super gut ist oder nur super viele Vorteile hat und gleichzeitig den Wünschen der Menschen gerecht wird. Aber interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Ja, ich schaue mich, glaube ich, doch noch ein bisschen um. Ich würde es auch gern hier am Tag sehen. Mal gucken, wenn ich da in diesem Haus ein Bett finde, übernachte ich da vielleicht mal. Bergmannshütte. Schauen wir einfach mal in die Hütte, würde ich sagen. Ob wir da Verwüstung finden, Gegner. Oder Spinnen, die ohne Animation auf uns zukommen. Ach ja, der kommt gar nicht mit, oder was? Na gut. Dann müssen wir uns um dieses Vieh eben alleine kümmern. Sind ja schon ein großer Adventurer. Oh, Papierrolle. Ah, sehr wichtig. Falls wir mal irgendwas schreiben müssen. Holzplatte. Rolle Onidius Schlüssel. Geselle. Was auch immer das war. Können wir uns ja gleich mal anschauen, wenn wir das durchgesucht haben. Kann man eigentlich alles mitnehmen. Protokoll des Handelsposten am Bergpass. Okay. Nach dem Einsturz des Hauptschachtes der Felsnebelmine wird dies als Förderstätte aufgegeben.
Nur die wertvollsten und nötigsten Gegenstände sind aus der Mine mitzunehmen. Überlebende Bergarbeiter werden in die Pechgrube nach Arg verlegt. Kommandant Mannes wird, sofern die Apothekari des Ordens seine Verletzungen erfolgreich zu heilen vermögen, ehrenvoll in den Ruhestand versetzt. Okay, das heißt, dass eine Mine eingestürzt. Und eine eingestürzte Mine heißt auch eigentlich immer Loot. Aber ich fände es echt schön, wenn Jesper mit uns mitkommen würde. Ich meine, es ist unser Verbündeter. Oder vermag er es nicht, die Tür zu öffnen? Oh. Ein Magiesymbol. Und anscheinend kommt man da unten auch gar nicht mehr rein. Schade, ich dachte, hier gibt's Loot. Na gut, dann können wir ja auch eigentlich wieder rausgehen. Mein Betten gibt's da auch nicht, wo ich eigentlich schlafen wollte, aber gut. Mhm. Dann muss die Aussicht eben quasi bei Tag, bei Nacht genügen. Oh, das ist gefährlich. Wir versinken im Boden. Und der Winter is coming, sozusagen. Ja, wie gesagt, noch ein bisschen Impressionen sammeln. Das ist immer ganz wichtig. Aber was auch sehr wichtig ist, man soll eigentlich nicht zu viel auf einmal machen und sich Pausen gönnen. Und deswegen, bevor wir hier weitergehen, gönne ich mir eine kleine Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst.